dass ihr mit dabei seid zu einem neuen Video. Zwischen den ganzen Weihnachtskarten gibt es jetzt auch mal eine Tüte Glück. Und zwar mache ich damit bei der Kooperation Miteinander Fantasievoll Gestalten. Das ist eine Facebook-Seite, eine Gruppe. Und einmal im Monat gibt es ein Thema. Und dazu, das Thema jetzt heißt eine Tüte Glück. Und dazu basteln mehrere Frauen, Bastlerinnen, kreative Leute ihre Idee. Und wir stellen sie alle abends um 19 Uhr sozusagen rein. Und ja, im Oktober habe ich es nicht geschafft. Besser gesagt, mir ist nichts eingefallen. Und jetzt habe ich aber wieder ein bisschen was für euch für den November. Und eine Tüte Glück, das passte irgendwie, weil ich habe mir diese Tüten mit diesem Klee, Glücksklee, im Sommer gekauft bei einer Facebook-Gruppe. Wie heißt die denn noch? Crafting, kann ich jetzt gerade nicht gucken. Die bieten immer solche Besonderheiten an, wie unter anderem auch diese Lineale, die ich euch mal gezeigt habe. Da muss ich auch noch bei, fällt mir gerade auf. Und da habe ich mir zum Beispiel auch solche Samentüten gekauft für das Glück fürs nächste Jahr. Das ist nämlich meine Idee für Happy New Year. Ich mache das immer so, wenn ich meine Weihnachtskarten verschenke, dass ich meistens, nicht immer, aber ab und an doch, versuche ich eine platte Schokolade in den Umschlag reinzulegen. Und ich suchte noch was Plattes, was man so verschenken kann. Ich hatte ja auch schon Paperclips verschenkt oder Anhänger oder letztes Jahr hatte ich auch diese ET-Coins. Und ich versuche mir jedes Jahr etwas Neues auszudenken, dass man im nächsten Jahr für die alle, die ich dann beschenke, dass die Glück haben. Und damit habe ich im Sommer schon die Idee gehabt, diese Tüten finde ich total mega. Und man kann sich das Glück halt auf dem Balkon, in Blumenbeet, auf die Fensterbank, kann man die Samen halt ausstreuen und man kann sich Glück züchten. Und ich hatte dazu eine Verpackung überlegt. Und die zeige ich euch jetzt und dann zeige ich euch, was ich verwendet habe. Und dann machen wir das gemeinsam. Tada! Ja, hier hört ihr es. Die Tüte ist hier drin. Es ist mit einer Schleife zugemacht, damit man nicht die ganze Deko hier irgendwie doll zerstören muss. Habe ich gedacht, mache ich auf der Rückseite einfach eine Schleife, sodass man die jederzeit wieder aufmachen kann. Erst wollte ich noch mit Wachs, ihr kennt mich ja mit diesem Kerzenwachs, Siegelwachs arbeiten, aber dann habe ich gedacht, ach, das ist zu viel. Ihr kennt mich ja, ich bin nicht so tausendlagig, aber ich habe mir Mühe gegeben. Als erstes habe ich ausprobiert, passt die überhaupt, die Samen, passen die überhaupt in die Tüten? Diese hier habe ich mir vor 2 oder 3 Jahren mal bei Amazon bestellt. Ich kann ja mal die Größe sagen, ich habe gar nicht ausgemessen. Ich habe, wie gesagt, immer noch ein paar Größen vorrätig und ich versuche natürlich erst einmal das alles weg zu verbrauchen. Die Tüte hat die Maße 8,8 mal beim Knick 12 cm und dann insgesamt 13,6. So. Und dann habe ich erst, das war mein erster Schritt, erstmal geguckt, passt das? Oder muss ich mir noch eine andere Tüte selber basteln? Kann ja auch sein. So. Dann habe ich was gesehen, wo man eben halt hier so das einmal locht und dann mit so einem Band, wo habe ich das jetzt wieder? Da. Mit so einem Band, das habe ich hier. Das habe ich, Jute-Twine. Ich weiß gar nicht, wo ich mir das mal bestellt habe. Auch irgendwo im Bastelshop, keine Ahnung, fragt mich. Das ist auch schon so lange her. Also ich habe ja von allem irgendwie immer alles. Habe ich das Gefühl zumindest. Und das habe ich mir überlegt. Dann habe ich mir den braunen Cardstock rausgesucht. Und dann habe ich gedacht, du hattest doch früher von Crafting Desert was, 2 Motive. Ein Mädchen und ein Jungen. Und den hatte ich mal so klein und habe damit nicht viel machen können. Aber das ist ein Digi-Stamp, den gibt es halt auch nicht mehr. Aber ich finde ihn so schön. Und habe dann gestern Abend beim Football, habe ich dann den mal koloriert. Und dann fiel mir auf, du hast auch noch so einen schönen Rahmen. Der ist von, da ist er, Elizabeth Crafts Design. Dieses Set benutze ich. Ihr seht das, ihr benutzt das ganz gerne. Und da habe ich dieses Stempel-Set verwendet. Und dann viel Glück habe ich, ihr seht, das habe ich viel benutzt von EFCO. Viel Glück im neuen Jahr, Post Neujahr passt hier nicht, ein gutes neues Jahr passt auch nicht, weil viel Glück ist ja drin. Da habe ich gedacht, nimmst du den Stempel.
Dann habe ich einen Rest braunen Cardstock von Faltkarten ist die Farbe, bin ich der Meinung. Ja, das ist das. Und dann habe ich einen EFCO Handstanze. Da sind halt 10, 12 und 14 mm Kreisstanze. Und die großen habe ich ausprobiert. Der ist zu groß für diese kleine Lasche, nenne ich das mal. Also ist es die mit 10, mit 12 mm. Und dann muss ich das auch nochmal an der Kante machen. Genau, das haben wir. Das wurde verwendet. So. Die Tüten, die Samen. Dann brauchen wir natürlich ein Motiv. Das habe ich schon ausgedruckt auf dem Actionpapier bei diesem hier. Das ist die alte Verpackung, aber ihr wisst, welche ich meine mit, guck mal, wie wenig da noch drin ist. Ha. Das sind die unter 2 Euro liegen, wo dann Kraftpapier, weißes und schwarzes drin ist in zwei Stärken. Ich habe meine Crocodile hier, damit ich das auch dann mit dem Loch ganz gut hinbekomme. Ich habe mir, weil es ja Glück ist, Goldsprenkel drauf gemacht. Vorher hatte ich mir schwarze Sprenkel drauf gemacht. Die schwarzen habe ich abgetupft, weil sonst wäre das zu krass gewesen. Aber die Kombination von beiden, jetzt fehlt nur noch ein bisschen Grün vielleicht im Hintergrund. Vielleicht machen wir das gleich nochmal im Video, dass wir bei der Variante das einfach ausprobieren. Ein bisschen Gold, weil das macht den Schimmer so schön aus. Und ja, ich habe noch keine Verpackung dafür gebastelt. Weiß ich auch noch nicht, weil mir die Übersicht hier so gut gefällt. Und da werde ich gleich die Stifte, die ich dafür verwendet habe, raussuchen. Und bei den Haaren habe ich ein bisschen nachgeholfen und habe mir Prismacolor, zwei Farben, diese beiden hier rausgesucht. So heißen die. Oder die Nummer. Und habe daraus noch ein bisschen mehr in den Haaren gestaltet, sodass es auch wie Haare aussieht. Okay, so viel dazu. Für so eine kleine Tüte so viel Aufwand. Und die, wenn ich euch jetzt das Video jetzt wirklich nicht in zweifacher oder zweieinhalbfacher Geschwindigkeit zeige, dann wird das jetzt eine halbe Stunde Minimum. Ich glaube, ich habe sogar noch länger für das Motiv gebraucht. Ja, also Minimum eine halbe Stunde Koloration brauche ich auf jeden Fall dafür, damit es dann auch wirklich schön wird. Und mir gefällt sie wirklich, wirklich sehr gut. Okay, jetzt wisst ihr, was alles auf euch zukommt. Ihr wisst, was ich benutzt, verwendet habe. Wer solche Tüten nicht hat, kann einmal die Samen auch nicht. Es gibt bestimmt auch im Baumarkt jetzt solche Samen zu kaufen. Oder vielleicht habt ihr auch andere Ideen. Man kann ja auch Kleber-Gummibärchen kaufen. Oder ich hatte mal Kleber-Bonbons bei Amazon bestellt. Die sind auch total genial und die schmecken vor allen Dingen auch. Das ist eine schöne Sache zu verschenken. Und dann kann man sich eine andere Tüte überlegen. Vielleicht. Und das ist mein Goodie fürs nächste Jahr, was ich dann, wie gesagt, mit den Weihnachtskarten dann verschenken werde. Ja, mache ich ja jedes Jahr, dass ich so ein paar Leuten, so wie es passt, so wie ich es da habe, so wie ich es mir denke, dann noch eine Kleinigkeit fürs neue Jahr reinlege. Also ich bin von diesem Teil begeistert. Ich liebe es. Ich denke aber im Hintergrund nochmal nicht nur Goldschwarz, sondern auch noch ein bisschen Grün mit reinmachen. Man könnte auch noch die Kanten inken mit einem bräunlichen Ton. Könnte man auch noch machen. Aber zu viel verändern möchte ich eigentlich nicht, sonst hätte ich das Muster nicht machen brauchen. Ne? Okay, ihr Lieben, ihr wisst also jetzt, was auf euch zukommt. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß.